Moin, ich bin's Linchen und hier kommt Teil 2 meiner Weihnachtsgarten. An Nikolaus habe ich ja schon die Karten mit den roten Zipfelmützen hochgeladen. Und heute kommt ein neuer Teil, in dem vor allem Weihnachtsschmuck zum Thema der Karten gemacht wird. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt doch einfach dran. Viel Spaß! Was natürlich nicht fehlen darf, sind witzige Weihnachtskarten. Dafür könnt ihr einfach ein dickes Statement mitten auf die Karte schreiben oder irgendwas Witziges, zum Beispiel, was ich total witzig finde, Attention please oder Oh dear. Das muss überhaupt nicht schön oder sauber geschrieben sein. Und das könnt ihr dann natürlich noch lustig verzieren. Und schon habt ihr eine weitere, wirklich super einfache Weihnachtskarte fertig. Eine andere Idee ist, die Karten hier nur an der Seite einzuschneiden mit der Zickzackschere. Und falls ihr jetzt hier unten nicht ganz aufeinander passt, weil er eigentlich so genau geknickt hat, kann man das natürlich super nochmal ausbessern. Und macht jetzt wirklich eine super einfache Karte, indem man nur Rentieraugen malt, mit dem dünnen Feinliner noch einmal ein Geweih. Das braucht ihr echt nur andeuten mit zwei Strichen nach oben und kleinen Strichen davon ab. Und schreibt, oder ihr könnt es auch ruhig mit irgendeinem Sticker bekleben, Frohe Weihnachten hin oder Frohes Fest. Fahrt das Ganze ebenfalls nochmal mit einem dicken Stift nach. An den Stellen, an denen es noch nicht ganz so passt, nehmt ihr nochmal den dünnen Stift, um halt auch diese Ecken hier anzugleichen. Und dann könnt ihr entweder mit euren Fingern in rote Farbe gehen und Punkte hierhin machen, sie einfach mit Filzstift hinmalen, oder ihr sucht euch aus diesen bunten Filz Pompon-Tüten einfach drei rote Nasen aus. Mann, wer hat denn das hier so blöd zugemacht? Und schon habt ihr eine weitere Weihnachtskarte fertig, wenn ihr sie aufgeklebt habt. Eine weitere sinnvolle Idee für Karten ist natürlich auch, etwas Alltägliches zu nehmen, das ihr zu etwas Weihnachtlichem umformt. Entweder ihr klebt hier jetzt einen echten Knopf auf oder warum fährt die Straßenbahn eigentlich immer, wenn ich was erzählen möchte? Oder ihr nehmt euch einfach irgendwas Rundes oder malt Freiknopf, wollte ich gerade sagen, Freihand einen Knopf hier hin, einen Faden nach oben, sodass es aussieht wie eine Weihnachtskugel und schreibt Merry Christmas oder Frohes Fest dahin. Wie einfach das geht, zeige ich euch jetzt. Die optimale Größe haben natürlich hier die Washi-Tapes. Nur noch Merry Christmas und schon ist die Karte fertig. Eine weitere einfache Idee ist, eine große Weihnachtskugel zu erstellen, indem ihr einfach ein weißes Blatt Papier nehmt und Washi-Tape da drauf klebt. Nehmt, was ihr wollt, ob das jetzt Frühlingsfarben sind oder was auch immer. Hauptsache schön bunt. Ihr müsst es nicht mal gerade abschneiden. Das reicht, wenn ihr das Ganze einfach irgendwie schräg auf euer Blatt kleben könnt. Nehmt, was ihr wollt, was vielleicht auch den anderen gefallen könnte. Ich muss mal eben noch ein paar mehr Washi-Tapes suchen. Es können halt wirklich die wildesten Kreationen sein. Dann sucht euch irgendetwas Rundes, was ungefähr da drauf passt. Okay, eine Bahn können wir noch. Legt das Runde also so da drauf, wie es euch am besten passt, sodass möglichst auch alles abgedeckt ist. Dann könnt ihr hier einmal mit dem Bleistift umzufahren. Schneidet das Ganze aus.
Und entweder ihr löst das Ganze jetzt nochmal ab oder klebt das Ganze einfach auf eure Karte. Dann könnt ihr ein kleines Gehäuse malen, eine Linie nach oben und schon ist die nächste Karte fertig. Für Fans der klassischen Weihnachtsmusik ist natürlich eine einfache Karte aufgemacht, indem ihr einfach nur den Liedtext schreibt. Schneidet das nur noch zurecht und schon habt ihr die nächste einfache Karte fertig. Ich hoffe, die Karten haben euch inspiriert und vielleicht auch neue Ideen gegeben. Zum Beispiel könnte man ja auch aus den Knöpfen einen Schneemann bauen oder was auch immer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Weihnachtskarten verschickt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!